Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video. Wie ihr wisst, steht ja jetzt bald Karneval vor der Tür. Und ja, was braucht man zu Karneval? Genau, Konfetti. Ja, und wo gibt's Konfetti? Genau, bei Pyroland. Und ja, weil ich an Karneval gerüstet sein will mit Konfetti, habe ich bei Pyroland bestellt. So, ein ganzes Paket mit Konfetti-Shootern. Lieferschein und Aufkleber und so weiter habe ich schon alles abgemacht. Sonst ist auch nichts weiter auf dem Karton drauf, also kein Gefahrgut oder sowas. Weil soweit ich das gelesen habe, funktionieren die Teile nur mit Luftdruck. Und ja, dann würde ich sagen, wir machen das ganze Paket hier mal auf. So, alle Konfetti-Shooter kosten so zwischen 5 und 8 Euro. Ich kann euch die Preise dann jeweils gerne einblenden. Ja, und ich würde sagen, wir gucken dann jetzt mal rein. Oh, sehr schön. Und wieder, wie bei den Batterien vor Silvester, hier diese Luftpolsterfolie. Ich würde sagen, die mache ich erstmal komplett raus. Also wirklich ein volles Paket. Wir gucken mal hier. Das Ding heißt SK Ulrich. Und hier auch eine Beschreibung, wie man das Teil hier anwendet. Und ich muss sagen, die Teile sind echt schwer und machen echt einen guten Eindruck. Nicht so wie diese Billigdinger aus dem Teddy oder so. Also, ich bin echt erstaunt. Also hier, das sind SK Ulrich. Haben wir zweimal dabei. So, hier vorne sieht man jetzt, so, da sieht man es. Das sind noch die kleinsten und dann kommen nur noch ganz große. Und zwar heißen die Teile hier Herz über Kopf. Das sind relativ kleine, hier mal im Vergleich zu dem anderen. Und ja, hier, die gab es in einer Zweierpackung. So, dann hier die Teile, die sehen irgendwie nach Blut aus. Bloody Snow. Und ja, hier High-End Konfetti Rot und Weiß. Und Schussweite steht hier drauf mit 10 Metern. Das ist natürlich für so ein Konfetti-Teil schon heftig. Haben wir hier auch zweimal dabei. So, dann wird es hier ein bisschen bunter. Und die Teile heißen Karnevalium. Das ist natürlich schon mal passend zum Thema Karneval. Und ja, da ist anscheinend ganz viel verschiedenes Zeug drin. Bonbon-Konfetti und Luftschlangen sind da drin. So. Die Teile sehen aus wie riesige Bengalos, sind es aber glaube ich nicht, sondern das sind die Green Noble, auch wieder High-End-Konfetti grün und weiß. Ich bin echt mal gespannt, was dieses High-End heißt, weil da kann ich mir echt nichts drunter vorstellen, aber das werden wir dann auf jeden Fall in einem Test mal sehen. So, und dann die nächsten, auch wieder ein sehr lustiger Name, Schwarz 4 oder wie man das auch ausspricht, vielleicht. Ja, doch, ich glaube so Schwarz 4. High-End-Konfetti Schwarz-Black. Also schwarz. Einfach nur schwarzes Konfetti. Haben wir hier auch zweimal dabei. So, ja, und jetzt kommen die richtigen Teile. Und das Teil heißt einfach nur knallbunt. High-End-Konfetti bunt. Das sind wahrscheinlich die Klassiker oder Bestseller. Ja, und bunt kann man wahrscheinlich immer gebrauchen, wenn man schon Konfetti braucht. Und ja, hier sogar eine Schussweite von 12 Meter. Und ja, das Gerät haben wir hier auch zweimal dabei. So, und es ist noch kein Ende. 4 Stück haben wir insgesamt noch. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Lichtschwert hier. Und zwar ist das hier Blue Nami. High-End Konfetti in Blau. Und ja, ähnlich wie dieses bunte, gleiche Größe, bisschen anderes Design, haben wir hier zweimal dabei. So, und dann noch was, was ich selber unbedingt wissen wollte, warum ich mir auch bestellt habe, wie die Teile hier so sind. Da seht ihr, der ist durchsichtig und das sind so kleine Kanonenkugeln. Ja, und den habe ich mir auch zweimal bestellt. Ja, und das war's mit den Konfetti-Shootern schon. Hier haben wir noch was drin. Und zwar hier wieder der Aufkleber von Pyroland. Und ja, falls ihr irgendwie noch Konfetti-Shooter braucht, guckt in der Videobeschreibung, da findet ihr den Link dazu. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns entweder im Test oder in irgendeinem anderen Video wieder. Also, bis dann und haut rein.